Yo, yo, Hallöchen. Da ist ja schon jemand. Einhornkrotze. Schön, dich zu lesen. Hallo. Ja, und Memorality. Habe ich das richtig ausgesprochen? Grüß Gott. Quancy, du alter Corona-Kranker. Hallo. Christoph, hallo. Oh Mann, cool. Ich schmeiß gerade noch mal einen Second Screen an. Sekunde. Wie geht es euch? Was heißt denn hier Minecraft spielen? Das spielt noch jemand? Nein, Spaß, natürlich. So. Ich rück mal die Kamera so ein bisschen rüber. Wobei, ist ja eigentlich wurscht. Den Umständen entsprechend. Du hast es aber auch übel gegeben. Sag mal, ich habe das auf Twitter mitgelesen, Quancy. Aber kannst du es noch mal kurz erklären, was genau passiert ist? Also du hast deinen Rucksack im Zug liegen lassen. Wahrscheinlich, weil du genauso doof bist wie ich. Ich habe früher auch immer viel Zeug im Zug vergessen. Und dann hast du es gemerkt. Und dann? Was ist passiert? Also nur, wenn du willst. Wenn das zu schmerzhafte Wunden aufreißt, musst du jetzt auch nicht drüber reden. Und für alle, die gerade zuschalten, I am Daru, hallo. Ich wollte heute nur mal ganz kurz mit euch labern. Nur mal wirklich kurz, halbe Stunde, vielleicht ein bisschen. Am Ende habe ich noch eine Kleinigkeit, was ein Leckerbissen, den ich letzte Woche vergessen hatte und den ich jetzt heute gerne nachreichen will. Aber ansonsten für ein Spiel habe ich heute nicht so wirklich die Zeit. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher streamen, aber dann hatte ich so leichte Magenverstimmung und irgendwie ist heute nicht der Tag. Holen wir nach. Vielleicht packe ich auch derweil noch ein kleines Paket. Ich habe nämlich heute auf Twitter diese drei wundervollen Rollenspielbücher hier an einen lieben Herrn vergeben. Haha, wenn du siehst. Hier sind sie. Ich packe sie jetzt für dich, mein Lieber. Und habe festgestellt, also die sind einfach, gerade hier das Battletech Compendium im Hardcover, das ist ein bisschen zu groß für meine Briefumschläge, die ich noch hier habe. Deswegen gibt es ein Hermes-Paket. Ist eh okay, weil die
Post ja die Preise erhöht hat. Wobei die normalen Briefe ja noch nicht, aber ja gut, DHL halt, ne? Quancy, jetzt legt er los. Richtig. Im Zug gelassen hat er seinen Rucksack. Dann habe ich bei der Hotline angerufen und die meinten, ja, wir kümmern uns drum, wir funken die Leitstelle an, dann geht jemand durch den Zug. Ja, genau. Also ich habe auch schon eine Mütze mal in der S-Bahn verloren, war dann auf dem Fundbüro. Ich habe meine Brille, das ist eine Brille, Sonnenbrille mit Sehschärfe, ja, habe ich im Zug mal liegen lassen nach dem Event. Hat jemand mitgenommen, kann er nichts mit anfangen. Ich meine, die Gläser sind halt für mich gemacht. Na, Hauptsache mal geklaut halt, ne? Naja. Gut, also du hast dann angerufen und die sagten, die schicken jemand. Und du hast einen Apple AirTag im Rucksack. Das finde ich ja total abgefahren. Da wollte ich nochmal fragen. Also Apple AirTags sind ja so kleine Peilsender im Grunde. Kann man die nur mit Apple-Produkten nutzen? Also kannst du dann nur über iPhone deinen Rucksack anpeilen oder geht das auch egal mit was? Also du hattest auf jeden Fall so einen im Rucksack und dann hast du ihn verfolgt. Bis zur Endhaltestelle war er immer noch im Zug. Auch auf dem Rückweg, du hättest es fast geschafft, wieder in den Zug zu kommen und an der Haltestelle zuzusteigen, aber er war ein bisschen schneller als du. Okay, dann war bis kurz vor der Endhaltestelle und dann ist er in Bonn spazieren gewesen. Also hat ihn jemand quasi auf dem Rückweg, weil er noch da lag, mitgenommen. Und ihr seid mit dem Auto hinterher nach Bonn gefahren und hast über den AirTag die ganze Zeit weiter gepeilt, wo er ist. Schon krass. Wie genau ist das Ding? So auf 5 Meter oder 10 oder 50 oder punktgenau? Am Ende war es dann so, dass er in Bonn, Bad Godesberg war, am Kölner Hauptbahnhof, dann Ebertplatz und dann war er so lange im Rewe an der Scheibenstraße in Köln. Ja, sind wir hingefahren. Ich habe am iPhone geschaut, wo das Apple AirTag ist und es war dann in der Pappschachtel im Mülleimer. Also ist jemand bis zum Rewe und hat ihn dann da weggeworfen, dein AirTag. Aber da muss er schon mal gewusst haben, was das überhaupt ist. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht so super bekannt, oder? Das ist so weiße, runde Knubbel, oder? Sind das? Ja. Also, Peilung ist sehr genau. Du kannst das am iPhone sehen, wo das Ding ist, mit Pfeilen anzeigen, wo du lang musst. Also quasi wie Navigation. Nur mit Apple-Produkten. Okay. Wieso würdest du trotzdem nie wieder eins nutzen und stattdessen ein normales GPS, Quancy? Ach so, und du kannst ihn dann quasi piepen lassen und das hat der Typ gepeilt oder die Typin, die es dann wohl geklaut hat. Also die haben jetzt dein, was war drin, irgendein Laptop oder sowas geklaut? Genauso lange ein iPhone in der Nähe ist. Weil es zu auffällig ist, willst du lieber ein normales GPS. Ja, auffällig ist halt die Frage, wo du es reinpackst. Also wenn es irgendwo in so einer Seitentasche ist, ist es doch auch nicht so auffällig, oder? Naja, tut mir auf jeden Fall leid, dass du keinen Erfolg hattest und dass jetzt irgend so ein schlimmer Mensch deine Sachen geklaut hat. Also finde ich wirklich scheiße. Und jetzt hast du auch noch Corona. Also du bist echt... Es geht wieder bergauf. Ich habe zwar keinen Einfluss darauf, aber ich verspreche es dir trotzdem. Nun ja. Okay, also wer jetzt heute kurz reingeschaltet hat, wir machen nichts Wildes. Ich wollte euch nur mal kurz mal wieder lesen. Wir spielen heute ausnahmsweise mal nix. Nix wird gespielt. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, mich alles fragen und am Ende, vielleicht in einer halben Stunde, also wirklich, wir machen nicht lang. Ich habe auch noch, nachher, ich werde noch zum Poetry Slam gehen hier in Berlin. Also nicht als Teilnehmer, sondern als Zuhörer. Habe ich noch eine Kleinigkeit für euch vorher. Und die Musik, die ihr im Hintergrund hört, die ist natürlich aus dem Spiel Zerocron, was wir vergangene Woche, vergangenen Freitag durchgespielt haben. Also wir, damit meine ich und den Entwickler, den lieben. Und nochmal danke an dich. Hat mir wirklich Freude gemacht.
Und ich hatte am Ende noch was vergessen, das reiche ich heute nach. Daru, ja, ich bin ja immer, ich bräuchte eigentlich auch an allem ein AirTag. Oder es gab früher auch diese, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, diese Dinger, die man, also lange bevor das Internet cool war, die man an Schlüsselbund gehängt hat und wo man pfeifen konnte und dann hat es zurückgepiept. Ja, also für Leute, die gerne ihren Schlüssel verlegen. Also ich könnte auf jeden Fall auch, an der Brille könnte ich auf jeden Fall einen AirTag gebrauchen, manchmal, wenn man die nicht an den Platz legt, wo sie hingehört. Ey, Brille suchen ist beschissen. Nervös werde ich, wenn ich nicht weiß, wo mein Portemonnaie ist. Also da könnte auch einer rein. Also es gäbe schon Verwendungsmöglichkeiten. Hallo White76, Hallöchen. An der Brille sieht vielleicht auch ganz gut aus. Ja, genau, das mag ich zu bezweifeln. Außerdem, je nachdem, also hier an die Seite, also hinten kannst du es ja nicht hinmachen, weil ja, da ist ja jetzt schon hier Kopfhörer. Wobei, warum habe ich eigentlich Kopfhörer auf? Damit ich die Alerts höre. Ach komm, die sehe ich auch so. Ich brauche die ja gar nicht aufsetzen. Wir spielen ja nichts. Kann ich ja ohne Kopfhörer machen. Und wenn man es vorne hin macht, sieht es halt wirklich beknackt aus. Vielleicht sollte ich mir auch einen AirTag einfach in meinen Kopf implantieren lassen. Manchmal weiß ich nicht, wo der hin ist. White76, habe ich demnächst mal die Möglichkeit, dich auf irgendeinem Event zu sehen. Tatsächlich werde ich wohl auf die Gamescom fahren und da was mit Podcasts machen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das wirklich empfehlen kann. Also nicht wegen den Podcasts, sondern so viele Leute. Ich bin mir immer noch ein bisschen unschlüssig, ob das so cool wird da. Weil es gibt ja auch keine Maskenpflicht. Alles in eigener Verantwortung. Wir sehen täglich im Supermarkt, wie gut das funktioniert. Und keine Tests vorher. Und da muss ich wirklich sagen, bei 300.000 erwarteten Besuchern. Hui. Wenn das mal bei den Inzidenzzahlen kein feiner Hotspot wird. Die Pieper. Also für Kinder fände ich das eigentlich auch ganz cool, liebe Einhornkotze. Ja, manchmal weiß man ja nicht, wo die sind. Also dann nicht das Piepen, sondern wirklich so ein AirTag. Ja. Ich glaube, das haben ja auch viele Eltern einfach auf dem Handy von ihren Kindern installiert. Wenn sie sich mit Technik auskennen, die Kinder wissen davon nichts und können jederzeit geortet werden. Wow! 5-mal Podcast gehört? Cool. Oha, ihr Lieben. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Sava, vielen lieben Dank an dich. Du hast einen besonderen Platz in meinem Streamerherzen. Das kann ich ja übrigens hier auch im Stream einfach nochmal sagen. Die Sava ist einfach super. Wir haben nie wirklich drüber gesprochen, ob sie, also wenn sie nicht will, kann sie es natürlich, hätte sie es auch sagen können oder kann es immer noch sagen, bin ich auch nicht böse. Aber ich freue mich total, dass Sava hier so toll moderiert und das macht sie auch immer ganz hervorragend und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber. Vielen Dank, meine Liebe. Hey, der Rice. Ich freue mich auch, wenn du hier mal wieder reinpupst. Ein Halsband für die Kids. Ja, oder für die Katze. Wie oft haben wir früher die Katze gesucht, wenn die mal ausgebüxt war? Bestimmt erinnere ich mich daran, dass wir bestimmt so 3-4 Mal mein Vater, meine Mutter mit der Taschenlampe durch die Nachbargärten gelaufen sind, wenn sie mal irgendwie nicht nach Hause kamen. Einmal kam es wirklich nicht mehr nach Hause. Da haben wir vermutet, dass dann ein Tierfänger, das war so in den 80er Jahren leider sehr beliebt, Tierfänger für Tierversuche sind da rumgefahren auf dem Land und haben freilaufende Haustiere eingefangen. Ganz beschissen. Also wer das als Job damals hatte, der sollte sich auch was schämen. Bin froh, dass es das heute, soweit ich weiß, zumindest nicht mehr gibt. Naja, also auf jeden Fall mit so einem
GPS-Tracker oder einem AirCast, ne, wie hieß er? Jetzt habe ich jetzt den Namen wieder vergessen. AirTag. Ein Apple AirTag wäre uns das wahrscheinlich nicht passiert. Dann hätten wir das einfach ins Halsband reingemacht und hätten immer gewusst, ah, okay, frisst gerade die Kinder vom Nachbarn auf, alles ist gut. Ja. Memorality, du hörst auch den Podcast. Oh Mann, ich mache auch die Folge vom, die Spezialfolge vom Indie Game Fest, die mache ich auch die Tage fertig. Vielleicht sogar, vielleicht schaffe ich es auch am Sonntag. Mal gucken. Wäre cool, ja. Ich habe auch schon mal überlegt, weil mit dem Podcast, den mache ich ja jetzt gerade alleine. Aber am meisten Spaß macht es mir halt immer, wenn jemand da ist, mit dem man sich das so ein bisschen teilen kann. Also mit Gronkh hat es mir immer viel Spaß gemacht. Ist natürlich dann blöd, wenn einer einfach dann nicht mehr kann. Aber ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das ja wieder mal in Angriff nehmen, das mal mit jemand zusammen zu machen. Start und Select mit einer neuen Zweitbesetzung. Was haltet ihr davon? Oder ist es gut, wie es jetzt ist? Jetzt immer also einen Gast dazu holen, der was zu erzählen hat zu einem bestimmten Thema und in der darauffolgenden Folge wieder jemand Neues. Also ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, wen ich jetzt für eine feste Besetzung wieder fragen würde. Weil es müsste ja auch jemand sein, mit dem das dauernd klappt und der auch ein bisschen Zeit mitbringt. Und ja, ich bin da so ein bisschen am Rumüberlegen gerade. Ist mir durch den Kopf gegangen. Also falls ihr eine coole Idee habt, sagt Bescheid. Ich werde da dann auch in den nächsten Monaten auf euch zukommen. Und ich mal gucken, wie man das auch finanziell regeln kann. Momentan habt ihr es ja gemerkt, dass... habe ich es ein bisschen zurückgefahren und ich bin mich ja gerade da neu am Aufstellen. Ich muss mal gucken, wo dann Geld auch herkommt. Vielleicht mache ich da noch mal eine Patreon-Seite, weil die alte Patreon-Seite, das ist ja, das läuft ja komplett an Gronkh. Da habe ich ja dann keinen Zugriff drauf. Also vielleicht eine eigene Patreon-Seite noch mal aufziehen. Mal gucken, also... Ihr könnt auch jederzeit mit Ideen, Vorschlägen oder sonst was zu mir mich anschreiben oder Bescheid sagen irgendwie. Ich bin gerade am Sondieren. Christoph mag es sehr gerne mit den Gästen. Ja, also es sollen auf jeden Fall auch wieder, es werden immer Gäste dabei sein. Also es wird nicht so laufen, dass man jetzt nur alles mit den gleichen Personen macht. Ja. Genau, Daru. Also man kann ja auch drei Leute dann dabei haben. Also es wäre halt ganz cool, wenn nicht immer alles komplett an mir hängen bleiben würde. Also ich würde mich auch total freuen, wenn vielleicht jemand anderes noch Bock hätte mitzuschneiden oder so irgendwie was, weil das kostet mich halt doch immer super viel Zeit. Naja. Mal schauen. Oh, danke Einhornkotze. Ja, wird auf jeden Fall. Es gibt Podcasts. Wie gesagt, die nächste Folge, die hatte ich ja schon hier aufgenommen auf dem Indie Game Fest. Meisterdieb als Partner. Das ist gar keine so blöde Idee. Der Meisterdieb mit dem... Oh Mann! Das hängt mir auch schon wieder. Ich wollte mit ihm ja auch weiter zocken. Ich weiß nicht, ob er so viel Zeit hat und ob er Bock hätte, aber mit ihm könnte ich mir das auch vorstellen. Ich sollte ihn auf jeden Fall mal wieder einladen, egal was wird. Ich weiß nur nicht, weil Leiser und Meisterdieb hatten mich ja schon mal angesprochen, vor geraumer Zeit noch eine Schäfchenzählfolge aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Wir haben ja schon eine, das war ja nur ein Gag eigentlich. Also jetzt auf Teufel komm raus, weiter Schäfchen zählen. Ist ja vielleicht auch nicht so schlau. Naja. Aber wenn man es mit Meisterdieb macht, Grüße an den Meisterdieb, dann wäre es natürlich... würde der Fokus, glaube ich, ein bisschen weggehen von den Spielen. Also müssten wir auch...
ich weiß nicht, Literatur, also ich bin ja für alles offen. Ich kann auch über Hörspiele reden, muss ich mir halt vorher was anhören. Oder Musik oder Filme. Filme können wir eh. Also der Start und Select Podcast ist ja jetzt nicht festgelegt auf Spiele. Der ist ja einfach dafür da, darüber zu reden, über das, was man, auf was man Bock hat. Ich hatte auch schon mal vor einiger Zeit, als ich es noch mit Erik gemacht hatte, mal gefragt, ob wir irgendwie so, ja, auch Probleme von Jugendlichen und sowas mal thematisieren sollten. Vielleicht, ich hatte da so eine, mit einer Betreuerin mal gesprochen, die dann aber leider auch nicht so wirklich aus dem Nähkästchen hätte plaudern können, weil sie keine Namen nennen darf und das dann schwierig für sie geworden wäre mit dem Arbeitgeber. Aber da hatte damals Erik keinen Bock drauf, aber könnte man natürlich alles mal machen, ne? Und Einhornkrotze habe ich Lust auf Flohmärkte gemacht, das freut mich. Ich weiß gar nicht, ob ich noch groß auf Flohmärkte gehen sollte, weil ich habe echt keinen Platz. Ich kaufe ja schon sehr wenig, ich mache mehr Fotos, als ich kaufe, zum Glück. Aber man findet ja doch immer was und das liegt dann halt hier rum, ne? Also, tja. Am Sonntag eröffne ich meine Marihuana-Klinik. Denn! Kliniken. Ja, gleich mehrere Filialen. Ja, für die, die es nicht wissen, Dan lebt in Thailand und da ist neulich Marihuana vor 2-3 Wochen, ne? Oder 4 Wochen legalisiert worden und da stürzt er sich drauf. Vor zwei Kliniken oder 2 Wochen? Oder ist das eine 21? Ich kann es nicht lesen. Naja. Wir machen den Dachboden gerade leer. Das Dach wird neu gemacht und Geld habe ich auch nicht. Naja, dann verkauf die Sachen vom Dachboden, dann hast du wieder Geld, um neue Sachen später reinzustellen. Das ist doch sinnlos, aber es macht so einen Spaß. Die Schäfchenfolge. Christoph, wie fandest du denn meinen total coolen Kniff? Oh, jetzt habe ich schon impliziert, dass ich ihn cool fand. Naja, sonst hätte ich ihn ja nicht gemacht. Dass wir da so quasi so eine Inception hatten, dass es dann nach einem gewissen Zeitpunkt nochmal von vorne losging und dann weiter am Ende. Ich fand das total schlau. 2 Kliniken, okay. Nun ja. Der Kreisel dreht sich noch immer. Sehr gut. Timo Frieber. Hallo, Onkel Jo. Ich feiere deinen Podcast Start und Select total. Oh, das ist ja lieb. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, wie es damit weitergeht. Ich bin am Überlegen, was wir inhaltlich noch verbessern könnten und wie wir die Finanzierung oder wie ich die Finanzierung auf die Beine stelle, weil ich muss bald komplett davon leben und habe gerade ein bisschen Sorge, dass ich hier meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Aber es soll auf jeden Fall cool weitergehen und ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht wieder vielleicht jemand fest dazu hole, dass wir quasi so 2 Moderatoren wären und mir mit jemand das auch ein bisschen teile, weil ich mag es eigentlich ganz gerne immer so diese Dialogform. Also ich rede natürlich also weiter mit Gästen, so ist es nicht. Aber ich fand es früher zum Beispiel cool, als ich PC Action Kocht gemacht habe mit Ralf Wollner. Mit Ralf habe ich auch ganz viele andere Sachen zusammen moderiert. Irgendwelche Bühnenshows oder mal das Umsonst und Draußen in Würzburg. Das hat super viel Spaß gemacht. Ja? Und das würde ich auch gerne mal wieder machen. Oder damals Zockersalat, der Podcast mit Sven und so weiter. Das war auch immer super. Gut, da waren wir sogar zu viert und hatten keine Gäste. Tja. Und mal schauen. Timo Frieber, was ist eigentlich aus Kronk geworden? Ja, Kronk macht weiter seine Sachen. Hat aber keinen Bock mehr auf Podcast gehabt. Und da hat er mich da so ganz lange hingehalten erst und aber der will auch nochmal Gast sein, aber er möchte nicht mehr regelmäßig das machen. Hey, vielen, vielen Dank für den Sub. Oh Mann, Likjuk,
Danke dir. Hört mir bloß auf mit Ausräumen. Ich muss mich jetzt im Urlaub endlich um den Keller kümmern. Da muss noch viel aussortiert und weggeworfen werden. Das schiebe ich jetzt schon seit meinem Umzug vor mir her. Du, Sava, ich schieb so viele Sachen vor mir her. Ich bin Mr. Procrastinate. Das ist unglaublich. Ich habe, nächste Woche ist hier in Berlin die Berlin Brettspielcon. Achso, eben hatte doch jemand gefragt, wo kann man mich sehen? Ich werde zur Berlin Brettspielcon gehen. Und da kann ich auch gerne gerade nochmal für werben. Das ist eine super Veranstaltung in der, wie heißt es? Jetzt habe ich es vergessen. Da am Gleisdreieck, die Hallen, die sind immer super organisiert, nicht zu groß, so gemütlich, also es wird nicht eng dort, also zumindest nicht, wenn man ein bisschen guckt. Und da kann man ganz toll zusammen zocken, wenn man das möchte. Ich habe da meistens aber vor Ort dann nicht die Ruhe für. Ich laufe immer so ein bisschen durch. Lego wird auch eine Ausstellung haben. Eine kleine Lego-Ausstellung wird da zu sehen sein. Und was ich cool fand letztes Mal, deswegen komme ich gerade drauf, habe ich auch, da gibt es auch so einen kleinen Raum, wo man seine eigenen Spiele mitbringen und dann verkaufen lassen kann. Also die gibt man da ab, kriegt so eine Nummer, sagt, was man dafür bekommen will. Also meinetwegen 10 Euro, dann gibt man sein Spiel da ab und dann können die Besucher dann da durchgehen und sich das kaufen, was sie wollen, zahlen das dann und du kriegst am Ende vom Veranstalter das Geld abzüglich einer Provision. Und das ist auch schon cool. Da habe ich mir letztes Mal so ein cooles Centipede-Brettspiel gekauft, also wirklich zu dem alten Computerspiel. Und ich habe es immer noch nicht gespielt und jetzt gemerkt, es ist schon fast ein kleines Pelzvieh. Danke dir. Ja, Sava, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, dass diese ganzen... Ich mache jetzt schon so lange Homeoffice und durch Corona sind halt alle Veranstaltungen, die ich früher regelmäßig besucht habe, ja weggefallen. Aber auch die ganzen Livestreams oder irgendwelche Entwicklerbesuche, die ich dann für Spieletipps oder auch für Kronk noch gemacht hatte. Und irgendwie... Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich überhaupt noch mit so vielen Menschen klarkomme. Ja, aber die ersten Veranstaltungen liefen zumindest wieder ganz cool. Hat schon Spaß gemacht, also Indie Game Fest zum Beispiel oder Arten Games in Essen. Und ja, mal gucken. Rice Bowl, bin ich selbstständig? Ich bin aktuell quasi arbeitslos, weil ich mich gerade noch ein bisschen sammeln und will jetzt... in der zweiten Jahreshälfte mit Selbstständigkeit durchstarten, sofern ich jetzt nicht noch über was anderes stolpere. Es gibt da noch durchaus noch Angebote, die ich spannend finde. Also ich gucke mir das alles nochmal an. Aber egal, wie das jetzt wirklich aufgestellt ist, der Podcast geht weiter. Also auf den habe ich richtig Bock und ich freue mich auch immer, dass da von euch so cooles Feedback zurückkommt. Das bedeutet mir echt viel. Das ist auch so, es gibt auch den Auftrieb nochmal so ein bisschen. Also es ist, wenn du die ganze Zeit zu Hause rumhockst und nicht mehr wie früher so Redaktionsleben hast, dann ist das schon alles manchmal ein bisschen trostlos und dann freue ich mich immer, wenn jemand sagt, hey, was du da aufgenommen hast, das war super, habe ich mir angehört und ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, Quenzi, danke fürs Angebot. Ich wüsste jetzt gerade noch nicht, wie. Es gibt ja, ich weiß es gerade selbst noch nicht so ganz genau, was passieren wird. Mal gucken. Violet, ja. Zau, Zix, Zick, danke dir. Eine weise Wahl. Er wollte immer noch mal was machen, Violet. Es gab diverse Dinge, aber solange da nichts konkret ist, bin ich da. Fancy, danke dir. Ist nicht viel, aber naja. P. Ey, fühlt euch zu nichts verpflichtet. Alles gut. Wie gesagt, ich überlege mal, ob ich eine... Ich habe auch keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Patreon-Seite aufsetze, wie das dann angenommen werden würde.
weil ich bin jetzt auch kein Gronkh. Klar haben viele Leute jetzt damals auch für die Patreon-Seite von ihm eingezahlt, weil sie gerne den Podcast unterstützen wollten, aber ich denke mal, die meisten werden ja einfach für ihn direkt das gemacht haben. Sava, ich bedanke mich. Ich will da aber auch wirklich keinem zur Last fallen und niemand ausnutzen. Und das ist immer so, weiß nicht, meinen, also es gibt so viele komische Leute, die dann irgendwie auf dem Rücken von anderen ihren Kram machen. Das möchte ich halt nicht. Gut. Danke, mein lieber Dan. Ich weiß nicht, ich mache ja normal überhaupt keine Just-Chatting-Streams. Aber, ich weiß nicht, sollen wir das öfter mal machen? oder vor den Spiele-Streams? Wobei, ich spiele halt auch echt ganz gerne, also muss ich ja schon zugeben. Ich habe hier auch schon wieder ein paar Sachen installiert, aber die habe ich noch nicht vorbereitet. Deswegen, heute wäre es auch zu knapp mit der Zeit, weil ich muss gleich wirklich schon mich fertig machen, weil ich heute zum Poetry Slam in Berlin hier gehe. Berlin Weißensee, da bin ich eingeladen worden von einer Freundin, ob ich da mitkomme. Und da war ich war schon einmal hier in Berlin beim Poetry Slam und das hat echt Spaß gemacht. Jack, danke dir. Maischen, hallöchen. Pat auch da. Wie habt ihr euch kennengelernt, du und Gronkh, wenn man fragen darf? Pat, du darfst alles fragen. Ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann. Kennengelernt hatten wir uns mal auf einer Gamescom in Köln tatsächlich. Da hatte ich einen Termin für ein Spiel. Ich glaube, es ist halt schon ewig her. Ich war damals für Eurogamer unterwegs als freier Mitarbeiter und hatte einen Termin, lass mich nicht lügen, aber irgendwas mit Guild Wars, meine ich. Und dann saß ich im Wartezimmer da im Businessbereich und dann saß da noch so ein Typ. Wir haben zusammen gewartet. Und der habe ihn gefragt, was er macht. Und der so, ja, ich mache so Videos. Und ich so, oh, ich mache auch gerade für Eurogamer Videos. Aber da muss ich auch mal gucken, welche Zukunft das hat. Spoiler, keine sehr große. Ich habe nur so ein paar Folgen Couch Potato damals gemacht für die. Und er so, ja, ich weiß auch nicht, ich probiere es mal weiter. Ja, und das war halt Gronkh. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Für ihn ziemlich gut. Da hat er seine Millionen gemacht. Seine Millionen Zuschauer vor allen Dingen. Ich finde es immer noch krass, wie viele Leute ihm zugucken. Ja, und dann haben wir uns später nochmal auf einer E3 getroffen und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen, hier, ich möchte das und das machen und da bist du derjenige, der mir sofort eingefallen ist, der das tun könnte. Hast du nicht Bock da drauf? Und jo, habe ich mir überlegt. So war das damals, ja. Jack. Oh Mann. Ja, ich höre tatsächlich ganz gerne zum Einschlafen so Comedy-Auftritte von ja, Nightwash, also meinetwegen auch unbekannte Leute, aber auch ganz gerne Atze Schröder zum Beispiel, finde ich total super, super lustig. Am Anfang dachte ich immer, das wäre so ein blöder Heinz, aber der ist super lustig und gar nicht so doof, die Gags. Da geht es mir aber auch im Geist, wenn ich dann bei YouTube gehe, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Kanal da heißt, die machen immer so 2-Minuten-Clips aus allen Auftritten, das ist so nervig und vor allen Dingen kommt dann immer wieder Werbung, also zum Einschlafen oder auch abends, wenn man jetzt nicht dauernd aufs Display gucken will, wäre es ja schon schöner, wenn die ein bisschen länger sind. Keine Hörbücher, Filme oder Serien, Jack. Ja, ich schlafe aber auch manchmal vom Fernseher ein. Das ist auch beknackt, dann, wenn du dann beim nächsten Mal wieder ewig zurückspulen musst oder suchen musst, bei welcher Folge du eingepennt bist. Shigeyako, ich würde ihn auch gerne mal ohne Perücke sehen. Ich glaube, wenn er keine Perücke aufhat, ist es wirklich schwierig. Ich erkenne ja manchmal so schon die Leute nicht. Also wenn ihr zum Beispiel aus Game of Thrones die
wie heißt sie? Targaryen, Daenerys, also die blonde Drachen, Mutter der Drachen. Wenn ihr euch da mal Fotos anguckt, wie sie normal aussieht, also die hat ja normalerweise braune Haare, allein das macht schon so einen riesen Unterschied, erkennst du nicht. Also ich würde an den Leuten halt vorbeilaufen. Ja. Und dann kommen wieder so Leute wie Einar und Kotze, die man im Hotel trifft, im Gang, und die dann sagt, deine Stimme kommt mir so bekannt vor, bist du nicht der Jo? Schuppen-Barbie hieß sie doch. Also bitte, Christoph, jetzt halt dich mal zurück. Welcher deiner drei Zöpfe ist nun eigentlich länger? Das sind nicht alles Zöpfe. Meichen, hab die Gamescom und E3 mit dir gefeiert. Vor allen Dingen, als du ins Unterwäschegeschäft gegangen bist. Oh Gott, das Unterwäschegeschäft. Ja. Das war voll schade, dass es im Jahr drauf, das wäre ja 2020 gewesen, da hatte ich eigentlich den Streaming-Rucksack von Twitch gebucht und da wollte Erik mich wieder losschicken für die E3 und da hätten wir halt qualitativ noch echt viel mehr rausholen können, weil der Empfang einfach viel geiler gewesen wäre und die Bildqualität. Aber dann kam Corona und dann wollten ja auch alle nicht mehr und die E3, naja, dieses Jahr ist ja ausgefallen, ob sie nächstes Jahr, soll sie noch wieder kommen, aber ob sie dann wieder was wird, ist die Frage. Ne? Na, aber Elfie, Meichen von Stranger Things, Stranger Things, was ist das denn? Ich denke, du hast es verschrieben, oder? Die erkenne ich ja trotzdem, allerdings ist es bei den Darstellern schon ein bisschen knifflig, dass die jetzt halt alle älter werden und die drehen ja nicht so schnell, aber in dem jungen Alter, in dem die sich bei der ersten Staffel noch befunden haben, da verändert man sich auch total. Und ich glaube, wenn die noch lange brauchen für die fünfte Staffel, dann, ich meine, Elfie sieht ja jetzt auch nicht mehr aus wie ein kleines Mädchen, sondern wie eine junge Frau und auch der, wie heißt der Dunkelhaarige, ihr Freund, er hat sich ja so krass verändert, also alle Darsteller eigentlich, ja. Selbst Hopper sieht nicht mehr so aus. Hopper fand ich übrigens in der letzten Staffel, ich habe jetzt die letzten zwei Folgen noch geguckt, auch nicht mehr so cool. Das ist ein bisschen schade. Es hat sich so ein bisschen gedreht. Naja. Quincy, hast du eigentlich Merch, Jo? Nein, aktuell nicht. Ich habe nur so einen selbstgemachten Schlüsselanhänger, ein Schlüsselband und der Stereo der Liebe, der hat mir mal so Lesezeichen gemacht für Start und Select. Oh, jetzt scheint die Sonne wieder hier rein. Mama. Ach Mist, jetzt ist wieder zu hell. Für Start und Select so Lesezeichen. Die fand ich ganz cool und ich habe jetzt am Anfang erzählt, oh, ich wollte eigentlich gerade noch was packen. Das schaffe ich heute nicht mehr. Schicke ich dann morgen los. Hab hier auf Twitter jemand so drei Gamebücher gegeben und da lege ich immer, ich packe meistens noch was extra rein. Ne? Hier so ein Buch, kleiner Spoiler, kriegst noch ein Buch geschenkt und da packe ich dann dieses Lesezeichen dazu. Ja. Bin erleuchtet, Bubblegumma, da sagst du was. Genau, zu Aschezerfall. Ja, so ist es auch. Ja, Mark Hamill, gut, die werden halt alle, oder wir alle werden nicht jünger, ne? Hab ich dich mal gefragt, wo ich am besten alte Treiber herbekomme? UZ Tracer, nein, hast du nicht. Ich kann es dir auch nicht sagen. Mit dem Streaming-Rucksack. Ja, mit dem Klo bin ich inzwischen vorsichtiger. Lustigerweise hat mich ja auf der E3 2019 auch Dr. Disrespect in seinem Stream gefilmt. Und der wurde nachher gesperrt. Ja, ja.
Also Quenz, ich signiere dir gerne eine Wampe, wenn wir uns mal wieder treffen. Autogramme, ja. Also wie gesagt, wenn man sich persönlich sieht, alles gerne. Habe ich ja schon öfters gemacht. Also mache ich auch sehr gerne, macht Spaß. Zu Twitch.com kamst du nicht, nein. Das Kölsch, war die in Köln? Ich dachte Amsterdam. Echt? Ich habe gar nicht so genau geguckt. War das Köln? Ich kann aktuell nicht so viel rumreisen. Aber ich war, als die TwitchCon in Berlin war, war ich da. Das ist jetzt aber auch schon wieder 3 Jahre her oder so. Die E3-Streams, das hat auch Spaß gemacht. Fand ich auch damals echt krass, dass der Stream von Kronk der meistgeguckte E3-Stream zu dem Zeitpunkt war, obwohl wir den auf Deutsch gemacht haben, also international der am meisten geguckte. Aber das ist halt auch Erik, der hat halt unglaublich viele Zuschauer, das ist halt schon krass. Lauschige 17 Grad in Hamburg. Hier ist es heute auch so ungefähr zwischen 16 und 20, also auch ungefähr 17. TwitchCon ist Amsterdam, hatte ich also doch recht. Nee, also, aber bin ich nicht dieses Jahr. Huh! Kleinen Moment. Hallo, ich bin zurück, okay? Ciao. Gut. Aber das Telefon klingelt, das erinnert mich dran. Ich wollte heute ja nur ganz kurz mit euch nochmal ein Lebenszeichen machen. Das ein bisschen Quatschen haben wir gemacht, weil ich habe ja jetzt noch gleich die die Einladung offen zum Poetry Slam und da muss ich jetzt dann auch gleich los. Also ich gehe die Tage wieder online, ihr kriegt es damit auf Twitter oder hier, wenn ihr abonniert habt oder gefollowt seid, hier direkt auf Twitch. Gibt die Tage wieder was. Und ja, Timo, so ist das. Und jetzt gibt's aber noch was. Wenn bei euch jetzt nichts Dringendes mehr ist, werde ich nämlich jetzt Feierabend machen und zum Feierabend raiden wir noch jemand und vorher habe ich noch was vorbereitet, weil bei Zerocron hatten wir drüber gesprochen, dass es noch ein Video gibt, das wir gerne gezeigt hätten, das ich aber nicht am Start hatte. Das habe ich jetzt und zwar ein sehr, sehr altes, sehr, sehr, sehr altes Lied von Abgehörte Telefonate, meiner damaligen Band. Das gab es schon auf der PC Action Cover-DVD, das haben viele Leute bei ihren ersten LAN-Partys als MP3 am Start gehabt und ja, da tauchen auch einige coole alte Spiele drin auf in dem Ding. Schaut es euch an, das ist der Vorgänger, das Vorgängerlied zu Unsterblich, was normalerweise hier als Abspann läuft. Das heißt Ballerspiel und es ist, wie gesagt, es ist alt, das Video, also das Lied ist noch älter als das Video, aber das ist auch das Video, das haben wir in den 90er Jahren aufgenommen. Aber jetzt, hier für euch, gibt's das. So. Nun gut, also bleibt noch kurz dran. Wir sehen uns die Tage wieder, hat mich sehr gefreut, wünsche euch was. Auf Wiederschauen, bis bald, Küsschen aufs Nüsschen. Ach so, und Alt und Spiele, die aktuelle Folge, da habe ich ein kleines Grußwort dagelassen. Das ist ein anderer Podcast von Tobi und Andreas. Andreas verlässt diesen Podcast, deswegen mein Grußwort. Könnt ihr auch mal reinhören, noch als kleiner Anhörtipp, bis die neue Folge startet und sie wegkommt. Insofern, macht's gut. Ciao, ciao.
bin schnell im Flieger. Ja, ich bin ein großer Flieger. Ein Flugzeug, das zu Boden fällt. Eine Maschine, die zerschellt. Ich sehe die vielen Explosionen. Küsten, in denen Menschen wohnen. Ballerspiel, Ballerspiel, zu gewinnen ist mein Ziel. Ballerspiel, Ballerspiel, zu gewinnen gibt's nicht. Ballerspiel, Ballerspiel, zu gewinnen ist mein Ziel. Ballerspiel.